Mahlzeit. So, es wird Zeit fürs letzte Auto aus dem Rennikon-Paket. Der Bentley Speed 8. Natürlich hier stilecht dann mit der Nummer 8. Und alter Schwede, das Ding ist gar nicht mal so schlecht. Also die ersten Runden hätte ich gedacht, das Ding ist voll für den Arsch, aber wenn man sich da mal so seine 15, 20 Runden mal ein bisschen mit eingefuchst hat, dann ist das mal echt eigentlich eine schöne Karre. Ein paar Sachen gibt es halt, wo man ein bisschen aufpassen muss, so gerade beim Kurvenausgang, dass man da nicht zu doll aufs Gas tritt. Aber ansonsten ist das Ding eigentlich top. Gehen noch mal ins Cockpit. Fahre ich hier schon im zweiten Gang an. Ja. Wie ihr seht, keine KI. Denn wir befinden. Und auch keine Wiederholung oben rechts. Liegt daran, dass wir jetzt im Zeitfahren-Modus sind. Ich wollte nämlich mal versuchen, mit euch zusammen eine Bestzeit herauszufahren. Fix. Reifen sind auch schon kalt. Bisschen zu lange gestanden gerade. So, aber erste Runde ist ja eh. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, erste Runde ist ja eh von der Arsch. Und das musste ich jetzt auch nochmal extra unterstreichen. Die erste Runde ist eh. Wird ja nicht gewertet. Können wir uns schön noch mal ein bisschen die Strecke angucken. Wir fahren hier übrigens auf Imola. Und damit wir so ein bisschen Referenzzeit haben. Meine Bestzeit mit dem Auto in der Vorbereitung war eine 1,40. Was danach kam, weiß ich jetzt nicht. Also 1,40 und ein paar zerquetschte. So. Letzte Kurve. Und dann greifen wir mal an hier. Beim Anbremsen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es geht ganz lange gut, auch mit höherem Bremsdruck. Aber irgendwann kommt so der Punkt, da fängt er dann an rumzuzicken und will dann hinten ausbrechen. Und sobald der Punkt gekommen ist, hast du im Prinzip auch schon verloren. Boah, hier war der. Hier hatten wir es gerade. Konnte ich ihn gerade noch abfangen, aber. Ist halt auch nicht so gut für die Rundenzeit. Da kommt gleich meine Lieblingsstelle hier. Lieblingsstelle natürlich in Anführungszeichen, weil die Schikane finde ich echt daneben. Also ich hasse so eine engen Schikanen, gerade wenn du von so einer schönen längeren Geraden kommst. Und du musst dann halt voll in die Eisen gehen. Weiß nicht, mag ich halt immer nicht. Weil dann treffe ich auch immer den Bremspunkt nicht richtig. Entweder zu früh oder zu spät. So, und wir haben eine 1,40, 1,40, 42, eine 1,43, 1. Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Noch ein paar Runden fahren wir auch noch.
Da werden wir sicherlich noch mal eine bessere Zeit fahren. Tut mir aber leid wegen dem Räuspern zwischendurch. Bin halt auch gerade nicht ganz gesund. Das fand ich so schlimm, dass ich hier jetzt die ganze Zeit rumnäseln müsste und ständig die Nase läuft, aber ja, so ein leichtes Hüsteln habe ich dann halt doch. Also hab da ein bisschen Nachsicht bitte. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Oh, und jetzt habe ich es gesagt. Ach, immer wieder das Gleiche. Die Runde sieht gar nicht mal so schlecht aus. Boom, abgeflogen. Gut. Sage ich halt beim nächsten Mal wieder nix. Jedes Mal das Gleiche mit mir hier. Jetzt noch viel zu spät gebremst. Wunderbar, ist die Runde auch wieder ungültig. Kann doch nicht so schwer sein, hier mal eine ordentliche Runde zu fahren. Wollte er mir gerade schon wieder ausbrechen, ne? Kleine Zicke. Ja, ist auch schon wieder, wie gesagt, ein neues DLC angekündigt, beziehungsweise schon released worden. Enthält, ich glaube, drei Audis, drei Audis und eine Rennstrecke in fünf verschiedenen Varianten. Jetzt fragt mich aber nicht, wie die heißt. Oh Gott, jetzt habe ich ganz vergessen, dass da die Schikane kam. Ja, ja, aber Rundenzeit ist ja eh unmöglich. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Strecke heißt, die da noch dazu gekommen ist. Aber die kommt auf jeden Fall in fünf verschiedenen Varianten. Werden wir dann bestimmt auch demnächst nochmal ein bisschen antesten. Und ein neues kostenloses Auto ist auch noch rausgekommen. Und zwar der Audi S1, glaube ich, ist das. Früh auf der Bremse. Och Mann. Ich kann es dem Auto auch nie recht machen. Ja, auf jeden Fall 1er Audi. Oder A1. Als S-Variante. Keine Ahnung, wie jetzt der offizielle Begriff ist. Ich glaube Audi S1. Oder RS1. Och Mann. Ich bin wieder so herrlich uninformiert hier. Ist jetzt auch schon Samstagnachmittag. Ich wollte unbedingt noch das Video fertig kriegen hier. Damit ich das morgen auch noch hochladen kann. Und jetzt wieder pünktlich, sonntags 15 Uhr, bei euch in der Abo-Box erscheint. Ja, die Runde ist auch nicht so gut. Diesmal haben wir die Kurve fast gut gekriegt. Leider bin ich da noch ein bisschen auf den Curb gekommen. So, 40, 41, 42, 43, 6 haben wir. So, dann jetzt nochmal alles auf
Vollgas hier. Von dieser Schikane, die erste Kurve, nehme ich auch definitiv noch zu langsam. Aber, naja, lieber ein bisschen zu langsam als zu schnell. Ich habe auch keine Lust abzufliegen. Und sobald ich sie ein bisschen schneller genommen habe, bin ich in der darauffolgenden Kurve immer rausgeflogen, weil ich dann nicht so schnell noch die Geschwindigkeit rausgekriegt habe. Hier doppel rechts. Geht auch gut. Schikane. Auch halbwegs gut genommen. Ah, ich darf nicht loben. Nicht selber loben, dann fliegt man auch ab. Oder dann fliege ich zumindest immer ab. Das ist doch noch gut. Ja, ist noch gültig die Runde. Aber ob die so gut ist, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. 32, 33, 34. Ah. Nee. 40, 41, 42, 1. Ah, da geht doch noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Die Lenkradbewegungen stimmen auch wieder überein mit denen, die ich hier an meinem Lenkrad hier mache. Fanatec Porsche GT3. Wie gesagt, wenn irgendwo Fragen zu meinem Rechner oder zu meinem Setup hier sind, steht immer alles in der Videobeschreibung. Sowohl Hardware als auch Software. Das sieht doch schon besser aus hier. Ja? 39, 40, 41, 42, 0. Hat sich irgendwie schneller angefühlt. Die Kurve haben wir gut gekriegt. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, ihr könnt immer noch gerne Auto- und oder Streckenvorschläge in die Kommentare posten, die ihr gerne mal sehen würdet. Gerade jetzt, wo wir mit dem DC hier durch sind, kann man eigentlich auch nochmal ein paar andere Autos und Strecken dazwischen schieben. Na gut, ne? Haben wir jetzt nochmal wieder ein neues DC rausgebracht, was ich mir auch mit Sicherheit noch antesten werde. Aber man muss ja nicht immer nur nach dem gehen, was die an DCs rausbringen. Gibt ja noch andere schöne Auto- und Streckenkombination. 41, 41, 5. Hm.
immer noch nicht zufrieden hier. Also eine 1,40, ganz egal mit was für einer Nachkommastelle, will ich hier auf jeden Fall noch fahren. Sonst kann ich heute Nacht wieder nicht ruhig schlafen, wenn ich euch hier so einen Mucks präsentieren muss. Schikane zu. Da ist auch das Heck immer schon ganz knapp vorm Ausbrechen. Man merkt das hier immer im Lenkrad, im Force Feedback. Das ist ganz kurz vor Ende oder vor Anfang der Schikane. Kriegen die Hinterräder richtig Schlupf. Gibt Gas. Jawohl, eine 1,40, 4, 5, 8. Oh, jetzt habe ich zu früh gebremst. Und jetzt noch wieder zu spät. Ah! Egal. Eine gute Zeit haben wir. Und ich glaube, das war sogar schneller als meine Testrunde. Die lag, glaube ich, bei 1,40,5 irgendwas. Weil ich mir da halt nicht ganz sicher bin. Das hat mich aber auch ein bisschen gepackt. Also nach dieser Runde fahren wir noch eine Runde, machen wir halt noch eine Runde 11. Ist ja egal, aber einmal probieren wollte ich es noch. So. Jetzt wird hier nochmal attackiert. Oh, das war ja schon... Dachte er, wir wären zu schnell da. In der ersten Kurve. Aber hat noch gepasst. Ja, hier auch. Schön den Grünstreifen noch ein bisschen mit ausgenutzt. Der an der Stelle herrlich flach ist. Da kann man auch gerne mal ein bisschen drüber bügeln. Hier auch. Eine Stelle war es, glaube ich, noch. Ich glaube, nach der Schikane. Da ist der Curb auch komplett flach. Boah, nee, das wird keine gute Zeit. Rechts, links und hier ist der Curb sehr flach. Und dann quasi noch eine schöne Auslaufzone. Oh,
Und 39, 40. Ah, eine 1,41. Gut. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Können wir mal von außen noch mal ein bisschen angucken hier, das schöne Gefährt. Oh, da glühen die Bremsscheiben. Ah, hinten sind sie jetzt kalt, vorne glühen sie noch. Zumindest rechts, ja, links auch. Ja, hören gar nicht mehr auf, wa? Mein lieber Scholli. Haben wir heißen Reifen gefahren. Ja, 1,41 irgendwas. 1,404 sind wir gefahren. Und da gucken wir uns jetzt nochmal kurz an, wo wir denn da stehen. In den besten Listen. Gehen hier auf Imola. Da ist Imola. Und klicken hier einmal drauf. Und wir sehen, 23. sind wir. 1,40321. Ah, das war, glaube ich, meine andere Zeit. Aber mit der Zeit, die wir eben noch gefahren sind, die 1,404, wären wir auf dem gleichen Platz gewesen. Also von daher haben wir uns schön den 23. Platz gesichert. Jo, und damit wünsche ich euch ein schönes Restwochenende und eine schöne nächste Woche. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, haut rein.